Ich würde es, glaube ich, einfach nochmal auf den Punkt bringen wollen und sagen, wir sind parteiisch, wir wollen parteiisch sein. Und also was mir jetzt öfter mal begegnet ist, dass Leute natürlich dann irgendwie, ja, wir dürfen jetzt nicht hier einseitig gegen die AfD oder sowas reden. Wir wollen bitte, dass unsere die Leute, die von uns Kohle kriegen, dass die sich eindeutig zur AfD äußern können, dass die sich eindeutig zur CDU und sogar auch allen anderen Parteien äußern können und nicht Angst haben davon müssen, dass da dann vom Fördermittelgeldgeber irgendwie gesagt wird, nein, geht nicht, das ist undemokratisch oder sowas, sondern Kritik und auch harte Kritik ist extrem wichtig, gerade für eine Zivilgesellschaft, gerade in der Auseinandersetzung, die wir gerade führen werden dieses Jahr. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin Isen und Inken Behrmann. Wir beide diskutieren gerne über politische Strategie und wir machen jetzt diesen Podcast, um diese Diskussion mit euch zu teilen. In dieser Folge sprechen wir mit Jascha und Maurice aus Dresden. Die beiden sind Co-Initiatoren des Netzwerk Polylux, mit dem sie kritische Zivilgesellschaft in Ostdeutschland solidarisch querfinanzieren wollen. Die Idee für Polylux wurde 2019 geboren. Damals waren zum letzten Mal Landtagswahlen in Ostdeutschland und auch dort haben sich viele Leute schon Gedanken gemacht, wie man jetzt mit dem Aufstieg der AfD umgehen würde und was auch passiert, wenn die AfD bei Wahlen immer besser abschneidet und droht, die Gelder für linke Zivilgesellschaft zu kürzen. Wenn es um diese Landes- und Kommunalwahlen in Ostdeutschland geht, dann denken ja die meisten Leute nicht direkt an Geld, sondern dann macht man sich erstmal Sorgen darüber, was da für Leute gewählt werden, auch was das für ein Stimmungsmesser in der Gesellschaft ist. Aber für die Initiativen, die da ganz direkt vor Ort arbeiten, geht es dann ziemlich schnell um Geld, weil natürlich die kommunalen Haushalte, auch die kommunalen Regierungen und auch genauso die Landesregierung darüber entscheidet, was für Projekte und Initiativen aus den öffentlichen Fördertöpfen Geld bekommen und gefördert werden. Und Maurice und Jascha und die MitstreiterInnen, die haben sich halt vor den letzten Landtagswahlen schon ziemlich viel Sorgen darüber gemacht, was eigentlich passiert, wenn da die AfD kommunal oder auf Landesebene halt wirklich auch Wahlen gewinnt und dann regiert. Weil natürlich das allererste, was sie dann machen, ist, dass sie Gelder für linke Projekte streichen und das Geld umchanneln in ihre eigenen Kanäle. Genau, und in wenigen Wochen findet ja jetzt wieder die Europawahl und zeitgleich eben auch die Kommunalwahlen unter anderem in Ostdeutschland statt. Und ja, es ist kein Wunder, dass diese Frage jetzt vor diesem Hintergrund gerade wieder besonders virulent wird. In dieser Folge geht es also gewissermaßen um den vorpolitischen Raum. Nicht das, was die Leute am Ende bei einer Wahl jetzt dazu bringt, die eine oder andere Partei zu wählen, nicht die Slogans auf den Wahlplakaten oder die besten Argumente bei den Wahlkampfveranstaltungen der unterschiedlichen Parteien, sondern es geht letztendlich um diesen Raum, in dem wir uns alle in der Öffentlichkeit bewegen und in dem Meinungen gemacht werden. Genau, also da geht es um öffentliche Räume, in denen der Stammtisch ist und die Frage, was für Parolen eigentlich gesagt werden können. Oder darum, wenn man zum Kampfsport in Ostdeutschland geht oder überhaupt zum Sportverein, ob dann da eigentlich nur Nazis mit einem trainieren oder auch andere Linke und ob da überhaupt Menschen, die vielleicht auch noch zu Minderheiten gehören, diese Räume überhaupt mit nutzen können. Also es geht ganz viel darum, wie eigentlich der öffentliche Raum, der abseits von zu Hause stattfindet und von Parteien und aber auch von der Arbeit, also wie dann die Zivilgesellschaft ausgestaltet ist und wer da eigentlich dran teilnehmen kann. Über diese ganzen Fragen sprechen wir jetzt gleich mit Jascha und Maurice. Einmal darüber, wie sie das Netzwerk gegründet haben und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind. Ihr werdet mehr erfahren über die Projekte, die sie fördern. Und wir werden aber auch nochmal darüber sprechen, was es eigentlich für eine vielleicht auch spezifische Soziopolitik in Ostdeutschland gibt und was da eigentlich die Bedingungen dafür sind, dass die AfD da gerade so stark auf dem Vormarsch ist. Jetzt viel Spaß beim Gespräch. Viel Spaß. Thank you.
Jascha und Maurice, schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Und wir fangen auch direkt mit euch beiden an. Und zwar damit, dass unsere Hörerinnen und wir euch ein bisschen besser kennenlernen können. Wer seid ihr denn und wie habt ihr euch politisiert? Ich bin Jascha. Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und ja, wie habe ich mich politisiert? Ich komme aus dem ländlichen Raum im Erzgebirge. Also genau, bin da meine Kindheit da im Erzgebirge verbracht. Später dann in meiner Jugend war ich in Zwickau. Aber immer noch auch immer mit so Bezug in den ländlichen Raum. Und genau, politisiert bin ich so ein bisschen aus Familien-Background. Also genau, ich komme aus einer migrantischen Familie und habe dadurch viel früh erlebt, was es bedeutet, so so Anfeindungen zu erleben. Und dadurch gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, das will ich nicht. Und war dadurch, glaube ich, schon sehr früh sehr feinfühlig und geprägt dafür, für so politische Dimensionen. Aber so richtig dann aktivistisch geworden bin ich tatsächlich über so Fußball. Also, weil man irgendwo so hingehen muss und irgendwo so Leute sucht. Und war dann irgendwie eine Zeit lang zumindest in so, genau, bei so Fußballspielen mit. Und habe darüber Leute kennengelernt, die tatsächlich nicht nur rechts sind, sondern auch eine linke Einstellung haben. Und bin dann darüber auch einfach in so organisiertere linke Kreise gekommen. Und zu ersten Demos mitgefahren. Dann haben wir auch eine Antifa-Gruppe einfach bei uns in der Stadt gegründet. Einen Verein gegründet, genau, also den Roten Baum, so ein, weiß nicht, den gibt's in Ostdeutschland in vielen mehreren Städten und versucht einfach darüber so eine linke, politische, bisschen jugendangelehnte Arbeit zu machen. Und genau, ich bin dann später irgendwann nach Dresden umgezogen und ja, war dann hier echt lange und bin es auch immer noch aktiv. Ja, hallo auch. Ja, ich bin in Dresden aufgewachsen und habe dann irgendwann von einem Kumpel, glaube ich, mal einen Punkrock-Sampler in die Hand gedrückt bekommen und ab da war es um mich geschehen und habe dann irgendwie, ja, so klassisch als Punk in Dresden so meine Nieten in meine Lederjacke reingebastelt und so ein Kram und eine Liebe zu Sternburg entwickelt und habe dann aber da auch, also einerseits so aus eigenem Antrieb, irgendwie mich mit politischen Themen beschäftigt, andererseits aber auch erlebt, dass es auch Neonazis also Neonazis gibt und dass die mich gehasst haben und dass dann, ne, also so über so Anfeindungen auch dahin gekommen bin, mich da irgendwie stärker politisch was machen zu wollen. Und ausschlaggebend ist dann, glaube ich, gewesen der 13. Februar, was hier in Dresden so ein großer Neonazi-Aufmarsch war, wo ich dann ab 2010 oder sowas, immer zu den Gegenprotesten gegangen bin, erstmal einfach so mit Friends irgendwie, ja, hier los, lass mal auf die Straße gehen, da ist was los, aber dann auch immer mehr so in so Kontexten, die dann organisiert haben, die versucht haben, Nazis was entgegenzusetzen, auch nicht nur am 13. Februar. Genau, also immer schon irgendwo auf dem Feld unterwegs gewesen. Ja, das ist ja auch mal krass, weil das ist ja so ein, das ist ja sozusagen historisch der Tag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg und sozusagen das, genau, Nazis sozusagen versuchen das immer zu instrumentalisieren für ihre Aufmärsche. Und das ist, finde ich, glaube ich, also ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal da war, aber ich stelle es mir echt krass vor, wenn das dann so Geschichtsrevisionismus irgendwie einfach betrieben wird, auch in so einer Altstadt, die ja so total vorkriegsmäßig irgendwie wieder aufgebaut ist. Wo eigentlich die ganzen Spuren vom Nationalsozialismus total unsichtbar gemacht werden. Ja, das sind jetzt zwei spannende Richtungen, aus denen ihr beide kommt. Wenn man aber über Ostdeutschland spricht in den 90er Jahren, dann kommt ein Wort vor. Und bei vielen Menschen, glaube ich, und zwar nachdem ihr auch euer Netzwerk benannt habt, Polylux. Erzählt doch mal, was ist ein Polylux und wieso habt ihr euer Netzwerk danach benannt? Ja, also ein Polylux ist ein Overhead-Projektor. Also ein Gerät, was früher in Schulen, Hochschulen, überall, wo Vorträge gehalten werden mussten, benutzt wurde, um halt ein alter Beamer sozusagen. Man legt so eine Folie drauf, auf der steht etwas und dann wird über eine große Lampe und Spiegel dieses Bild an einer Wand projiziert. Und alle können das sehen. Genau, und wir haben uns nach diesem Polylux benannt. Einmal, weil es... Ja, weil es halt diesen DDR-Bezug hat. Und natürlich haben wir dahinter auch so eine kleine Anekdote, dass
was wir manchmal noch so miterzählen, dass der Polylux macht ja kleine Dinge sichtbar, indem man, und das können wir so ein bisschen übertragen auf die Projekte, die wir unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir diese sozusagen ja von dem kleinen ländlichen Raum, in dem sie agieren, sichtbar machen, indem wir sie verstärken mit unserem Support oder mit der Arbeit, die wir tun. Ja, genau. Und wir sind Polylux, also genau, wir sind 2 Personen von Polylux, wir sind aber ein paar mehr, wir sind so 8 Personen gerade. 9 gerade jetzt, ja. Sogar 9, genau. Also wir vergrößern uns immer mal wieder, wir verkleinern uns manchmal auch wieder. Genau, mit auch ganz unterschiedlichen Background, wo wir so herkommen. Ein großer Teil von uns kommt aus Ostdeutschland, kommt auch aus dem ländlichen Raum in Ostdeutschland. Und genau, auch sehr unterschiedliche Biografien. Es gibt Personen in der Gruppe, die selber auch noch in der DDR sozialisiert sind oder in die Schule gegangen sind, mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund. Genau, also sind da eine bunte Mischung. Es sind auch Menschen dabei, die nicht in Ostdeutschland groß geworden sind, also die aber in den Osten gezogen sind und genau, jetzt hier einfach mitmachen, mit aktiv sind. Jascha, du hast ja jetzt schon so ein paar Stichworte genannt und gesagt, naja, es geht irgendwie darum, die lokalen Projekte groß zu machen und sichtbar zu machen. Kannst du unsere HörerInnen vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen? Wie sieht denn so die tägliche Arbeit bei Polylux irgendwie aus? Was für Projekte sind das, über die du da redest? Und was ist vielleicht auch so das Ziel, was ihr damit verfolgt bei eurer Arbeit? Also vielleicht nochmal genau, was wir machen, so ganz runtergebrochen, kann man sagen, wir sammeln Geld. Wir treiben Geld ein und verteilen das weiter. Wir versuchen das so solidarisch wie möglich an Projekte weiter zu verteilen, die das Geld dringend brauchen. Und das machen wir, indem wir einen Verein haben, bei dem kann man Fördermitglied werden und uns sozusagen regelmäßig Geld spenden. Kleinstbeträge von ein paar Euro zu, wenn man mehr hat, gerne auch mehr. Wir nehmen auch große Summen. Genau. Und das im besten Fall sehr regelmäßig, monatlich. Und dieses Geld wiederum können wir halt verteilen an Projekte, die zu uns kommen und sagen, wir haben gerade das und das vor, wir machen das und das, wir mieten diesen Raum an, wir wollen hier einen Vortrag organisieren, wir haben ein Nachbarschaftscafé. Keine Ahnung, die Liste ist lang. Genau, wir brauchen da was. Und dann entscheiden wir als Gruppe irgendwie im Konsens darüber, ob wir das gut finden, fragen manchmal noch nach, gehen mit den Projekten auch in Kontakt, ne, irgendwie reden darüber, was macht ihr genau, wer seid ihr, und können dann im besten Fall da Geld weiterverteilen. Wir haben ja jetzt schon immer mal wieder über die Projekte gesprochen, die ihr so fördert. Vielleicht können wir es einfach noch mal ein bisschen konkreter machen. Also für jemanden, der noch nie was von Polylux gehört hat, also was können wir uns darunter vorstellen, wen ihr da unterstützt vor Ort, was diese Leute machen, was so deren Struggles da vor Ort sind und was ihr dann vielleicht auch durch eure Förderung da ermöglicht? Also für alle HörerInnen, ihr könnt nebenbei jetzt mal auf polylux.network gehen und auf der ersten Seite kriegt ihr gleich mal so eine Auswahl präsentiert an Leuten, die wir, also an Projekten, die wir unterstützen, mit so ein bisschen Links und so einer kleinen Vorstellung. Wir haben vielleicht jetzt heute schon mal von der Siebenhitze in Greiz gesprochen. Das wäre so ein Projekt, was man nennen könnte. Greiz ist in Südthüringen, eine Stadt, ich glaube 36.000 EinwohnerInnen oder sowas in der Art, vielleicht lüge ich jetzt. Nebenbei gesagt auch der Wahlkreis von Höcke. Ja, wir haben es nachgeguckt, 20.000 EinwohnerInnen sind es in Greiz. Genau, das ist jetzt der für Höcke auserkorene Wahlkreis auch und da gibt es seit Jahren, also seit sehr, sehr langer Zeit, die Siebenhitze, das ist ein Projekt, die haben ein großes Haus. Das Einzige, was es in Ostdeutschland auch oft gibt, sind große Häuser. Für wenig Geld und die machen da so sehr viel verschiedene, vor allen Dingen viel auch Konzerte einfach, Veranstaltungen so, die sind alle eher so nette, coole Punks und haben da so einen Veranstaltungsbetrieb drin, aber genau, halt eben auch sowas wie eine Demo haben die dann auch bei den Brandmauersachen organisiert und da mitgemacht. Ich glaube, sie haben Proberäume da drin, sowas. Das wäre so ein Projekt. Bisschen weiter nach Osten gehuscht, von Thüringen aus in Pirna. Sind jetzt irgendwie alles Städte, die wir hier vorstellen, aber wir finden auch noch was auf dem richtigen Land.
In Pirna gibt's das Alternative Kultur- und Bildungszentrum seit 2001. Akkubitz heißt es. Die machen vor allen Dingen so Bildungsarbeit. Und da möchte ich herausheben, dass die so Wanderungen machen, bei denen sie quasi auf den Spuren von antifaschistischem Widerstand in der Region gegen den Nationalsozialismus so Wanderungen machen, bei denen sie dann verschiedene Orte der Verfolgung oder des Widerstands anlaufen und darüber so Bildungsarbeit organisieren. Die sind mein absolutes Lieblingsprojekt und total großartig in dem, was sie machen, halt auch wirklich Erinnerungsarbeit gut erfahrbar für Leute zu machen und das irgendwie mit so einem Aspekt, sich gemeinsam irgendwie auch draußen zu bewegen, auf dem Land, in der Region. Sie haben vor vielen Jahren so ganz medial wirksam einen Preis abgelehnt. Da hätten sie 10.000 Euro bekommen. Ich glaube, der war so live übergeben in der Frauenkirche in Dresden und hätten dafür aber so eine Extremismusklausel unterschreiben müssen und sind da hingegangen und haben gesagt, nein, danke, machen wir. Also das Geld können wir gut gebrauchen, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und also damit ist das Akkubitz so ein Vorzeigeprojekt. Die haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, wir können unter diesen Bedingungen dieses Geld nicht nehmen. Und das muss ja irgendwer abfangen. Und das ist, genau. Ja. Genau, und ansonsten haben wir halt in allen ostdeutschen Bundesländern so Projekte, die vor allen Dingen auch sehr ortsbezogen sind, weil uns das wichtig ist. Quasi Räume schaffen einfach Möglichkeiten, sich auszutauschen, Demos vorzubereiten, Treffen zu machen, Leute einzuladen und quasi immer auch so ein stetiges Angebot zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber wir haben auch beispielsweise in Sachsen-Anhalt letztes Jahr so eine Veranstaltungsreihe, die gefördert, die in mehreren Orten stattgefunden hat, den antifaschistischen Herbst, wo es so sehr konkret einfach Bildungsvorangebote, Bildungsvorträge waren, die von einer Antifa-Gruppe organisiert waren. Und so ist aber auch das Spektrum, also von eher so einer klar positionierten Bildungsarbeit hin zu eher so subkulturellen Angeboten, also wie jetzt Greiz, was ich gerade gemeint habe, aber auch quasi so Willkommensinitiativen. In Merseburg unterstützen wir das Café Internationale, die auch so ein Mischmasch sind. Also die sind StudentInnen, die gesagt haben, wir wollen mal hier in der Stadt, wo wir studieren, aber meistens also viel auch nicht wohnen, was machen und so eine Verbindung schaffen, auch zwischen der Uni, die eher so einen, ich fahre da hin, weil ich da studieren muss, aus Leipzig, aus Halle und bin dann wieder weg, aber Merseburg selber mache ich nicht so viel. Wir wollen da einen Ort schaffen und haben dann da beispielsweise ganz viel Geflüchtete unterstützt. Und da gibt's also, weil das sind die Menschen, die dann vor Ort leben müssen, die dann täglich damit auseinander sich setzen müssen, dass es dort Nazis gibt und die nicht den geschützten Raum Uni beispielsweise dann da haben. Naja, vielleicht um die Bandbreite noch so rund zu machen, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern ein Projekt unterstützt, die heißen Rhino Boxing. Genau, und die haben einen Kampfsportraum. So, ne? Die machen einen Raum, weil die sagen, wenn wir irgendwo Sport machen wollen, also dann, ich glaube, das geht ja über Kampfsport hinaus. Und wenn man Sport machen will, dann musst du irgendwo hin und mit Nazis zusammen trainieren oder viel ja auch so mit Soldatinnen und Polizistinnen und da hast du halt einfach vielleicht keinen Bock drauf und haben deswegen einen Raum geschaffen und gesagt, wir wollen irgendwie unter coolen Bedingungen solidarisch vielleicht auch marginalisierte Gruppen dann geschützten Raum haben, mitzutrainieren. Genau, sowas unterstützen wir auch. Also neben dem Aspekt, dass Sport machen an sich erstmal gut ist und das vielleicht einfach ein Hobby ist und gleichzeitig aber auch eine Lebensrealität darstellt, im ländlichen Raum vielleicht auch ein Stück weit sich verteidigen zu können. So. Ja. Genau, und ich glaube, was vielleicht noch so ergänzend auch für HörerInnen jetzt vielleicht ja wichtig ist, wir haben auf jeden Fall auch sehr viele beispielsweise Geflüchtetenprojekte oder von Menschen, von POCs oder so, aber wir sind auf jeden Fall auch noch geprägt von so einer linken Blase, die ja doch auch sehr homogen sein kann. Also wendet euch auf jeden Fall an uns, wenn ihr da rausfallt. Ja, richtig interessant. Ich finde, das ist ja echt eine sehr, sehr, wie ihr selber schon gesagt habt, eine sehr große Bandbreite an Projekten, die eigentlich alle so in den weiteren Bereich von irgendwie Zivilgesellschaft fallen. Also irgendwie Projekte, in denen Leute gemeinsam gesellschaftlich aktiv sind oder halt, sei es auch Sport machen, aber irgendwie sich sozusagen zusammenfinden in Räumen, die nicht Arbeit oder Familie sind und dann im Zweifelsfall da sozusagen auch politisch aktiv werden können.
Ja, wir sprechen ja jetzt kurz vor der Europawahl und den vielen Kommunalwahlen, die ja in ganz vielen Bundesländern in Deutschland, ich glaube insgesamt in 9 Bundesländern stattfinden werden, darunter eben auch alle ostdeutschen Bundesländer, später im Jahr dann noch die Landtagswahlen, vor denen sich alle aktuell so ein bisschen fürchten, weil die AfD so stark wird. Und ein Effekt von einer immer stärker werdenden AfD ist ja, dass diese Zivilgesellschaft, die oft auch über staatliche Strukturen gefördert wird und mit Geld versorgt wird, irgendwie auf einmal ja total einbrechen könnte, sich total verändern könnte, wenn dann auf einmal nicht mehr Geld ausgegeben wird von staatlichen Institutionen an ja im weitesten Sinne offene Projekte, die eine diverse Gesellschaft, Antirassismus und so weiter unterstützen, sondern möglicherweise sogar eben die ganzen rechten Klitschen dann auf einmal staatliches Geld bekommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Polylux auch so ein bisschen ein Ansatz, dem was entgegenzusetzen. Also zu sagen, wie können wir eigentlich in Ostdeutschland, aber letztendlich ist das ja auch ein Problem, was weit darüber hinausreicht, unsere Strukturen so ein bisschen unabhängig machen von diesen staatlichen Förderungen, indem wir solidarisch umverteilen, füreinander einspringen, unbürokratisch Geld verteilen. Könntet ihr vielleicht noch mal so ein bisschen einen Ausblick geben? Maurice, vielleicht magst du das ja auch machen, wie ihr jetzt gerade die aktuelle Situation kurz vor den Kommunalwahlen und später dann auch den Landtagswahlen aus so einer, ja, aus eurer Perspektive bewerten würdet. Polylux ist ja quasi eine Gründung von 2019, genau aus dem Grund, dass wir gedacht haben, oh Mist, da kommen so Landtagswahlen, Kommunalwahlen und das wird schlimm werden für die Finanzierung von linken Projekten. Und jetzt 5 Jahre später sind wir wieder da, wo wir eigentlich schon mal angefangen haben. Die Ausblicke sind eher finster. Das kann man auch einfach so ganz klar sagen. Also das, was jetzt bei den Kommunalwahlen und den Landtagswahlen ansteht, wird für die Länder, wo gewählt wird, bitter werden. Und aus unserer Perspektive sind vielleicht auch die Kommunalwahlen in der direkten Auswirkung für linke Projekte vor Ort noch entscheidender. Das heißt, jetzt nicht am 1. September, sondern am 9. Juni fängt quasi auch schon diese harte Auseinandersetzung, die da nochmal kommen wird, an, wo es dann wirklich ganz konkret darum geht, wer kriegt hier überhaupt noch Geld. Und da, wo die AfD das mitbestimmen kann, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass genau die Projekte, die wir auf dem Schirm haben, die wir unterstützen wollen, das einfach nicht mehr bekommen. Ja, also ich meine, der Ausblick, wie gesagt, es ist wirklich finster, dass in vielen, vielen Kommunen wird die AfD stärkste Kraft sein. Ob das sozusagen die Möglichkeit bietet zu regieren, wie bei den Oberbürgermeisterwahlen in Pirna jetzt, wo es jetzt ein nicht parteigebundenen AfD-Oberbürgermeister gibt. Oder ob das heißt, dass sie quasi trotzdem noch eine ganz große Koalition der anderen Parteien dulden müssen. Das ist natürlich unklar. Ich finde es super schwer zu sagen, was die Landtagswahlen dann bringen werden tatsächlich. Also diesen ganzen Ausblick, welche Koalitionsmöglichkeiten entstehen da und was ist dann überhaupt noch möglich, will ich gar nicht jetzt auch so richtig wagen. Und was ich auch noch richtig relevant finde, ist tatsächlich, dass diese Kommunalwahlen und die Landtagswahlen in Kombination mit der Fußball-EM, in Kombination ist es Sommer, glaube ich, auch ein super ja, eine super Brutstätte für rechte Gewalt bieten, einfach weil es sozusagen so mehrere Events im Jahr gibt, wo Leute zusammenkommen, die dann sich bestärkt fühlen, irgendwie den Volkswillen in Anführungsstrichen durchzusetzen, und das wird real dann einfach zu Angriffen führen. Ja, unsere Strategie gegen die AfD, nach der habt ihr ja auch so ein bisschen schon am Anfang gefragt, wir wollen größer werden. Wir machen eine Kampagne, wir wollen Ende des Jahres, also am 28. September, Stichwahl Brandenburg, da wollen wir 1000 Fördermitglieder haben. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da. Ja, cool. Dann ist ja vielleicht dieser Podcast eine Chance, dass ihr eurem Ziel noch ein bisschen näher kommt, den 1000 Fördermitgliedern. Ich nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, dass die EM, die hatte ich ehrlich gesagt in dem Zusammenhang auch noch gar nicht so gedacht, finde ich aber ein sehr
schlauen Punkt, dass sozusagen natürlich mit den Kommunalwahlen dann so einem Fest, was sozusagen, oder Fußballfest in Anführungsstrichen, was sozusagen zum einen nationale Ressentiments nochmal so ein bisschen nach vorne schiebt und zum anderen die Leute zu lauter Events bringt, bei denen sie dann alkoholisiert durch die Gegend sich bewegen, dass das sozusagen auf jeden Fall ein Boden dafür ist, dass es noch mehr Angriffe geben kann. Wir haben ja jetzt aber in den letzten Tagen auch schon mehr Angriffe erlebt, und zwar auf Menschen, die für sozusagen im weitesten Sinne linke Parteien Plakate geklebt haben für die Kommunalwahlen. Also es war der SPD-Europaabgeordnete, der da in Dresden angegriffen wurde. Das bezieht sich jetzt auch nicht nur auf Ostdeutschland. Es waren ja auch Grüne, die in Essen angegriffen wurden, und vor einigen Wochen schon Linke, die auch angegriffen wurden. Dabei, dass sie halt Wahlkampf gemacht haben. Gleichzeitig heißt es ja auch immer, als wenn diese Angriffe passieren, es eine große Gegenmobilisierung gibt oder eine große Solidarität. Das haben wir am Anfang des Jahres erlebt mit der Protestwelle, also mit dieser Brandmauer-Protestwelle gegen die AfD. Wenn jetzt diese Angriffe passieren, dann gibt es ja auch immer schnell wieder Proteste. Wie habt ihr denn das vor Ort erlebt, oder was nehmt ihr auch so von diesen Protesten mit? Habt ihr den Eindruck, dass die helfen, oder wie gestaltet sich das überhaupt während so flächig in Ostdeutschland aus? Also so, genau, dieser Angriff auf den SPD-Politiker, das ist natürlich, also sowas ist richtig krass, und das zu sehen, zu hören, so, also vor allem, da wir beide ja auch gerade in Dresden leben. Und gleichzeitig haben wir aber auch schon so darüber gesprochen, dass diese Angriffe schon die ganze Zeit auch passieren. Es ist ja immer so die Frage, wo wird ganz genau hingeguckt? Und genau, die Zahlen für Sachsen aus 2023 für also rechte Angriffe liegt bei 248 Gewalttaten. Genau, also das sind die Gewalttaten, betroffen sind dann viel mehr Menschen, weil, ne, dahinter, ich glaube, 380 ist die Zahl der Opfer. Und genau, ne, das passiert schon die ganze Zeit. Also deswegen ist das jetzt oft nichts, was uns so erschüttert oder umhaut. Es ist natürlich trotzdem ein Ausmaß, was mehr wird. Aber so hart gesagt, sind wir ein bisschen daran gewöhnt. Das ist nicht gut, aber das ist leider so. Genau, deswegen sind diese, also wie der Angriff jetzt, sowas, was wir auch mit viel Erschrecken beobachten und irgendwie auch hoffen, dass die Person da irgendwie schnell genesen kann. Und gleichzeitig aber auch ein Punkt von, jetzt war es ein SPD-Abgeordneter, jetzt gucken alle hin. Wenn es halt, keine Ahnung, der Punker aus Limbach-Oberfrohna ist, gucken nicht so viele Leute hin, bis hin zu gar niemand oder so. Also dann guckt da keine Politik und auch keine Polizei hin. Ja, das vielleicht so dazu. Das ist sowas, was wir auf jeden Fall beobachten, was wir auch mit den Brandmauer-Demos ein Stück weit beobachten konnten. Also, ne, plötzlich gab es da so einen Moment, und alle gehen auf die Straße, was super gut war, also was sich auch gut angefühlt hat, dahin zu gehen und zu merken, wow, okay, hier sind noch viele Menschen, die zumindest so erstmal da sind und sagen, gegen rechts, also unter diesem so großen Topic sich vereinen konnten. Und das hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Genau, und trotzdem fragen wir uns, auch bei den Brandmauer-Demos, was bleibt davon eigentlich? Wie nachhaltig ist das? Was passiert jetzt? Also was passiert nach den Demos? Weil wir schon glauben, dass viele Leute dorthin gehen und gern was machen wollen und so sagen, okay, ich muss irgendwas tun, so geht das nicht weiter. Aber die Demos auch nicht immer wirklich konkret ein Angebot dafür geschaffen haben. Ja, darf ich da tatsächlich noch ergänzen, dass ich da auch super eindrücklich finde, dass man sehen kann, da wo es Projekte gibt, da wo Leute langfristig organisiert sind, da gab es dann auch viel mehr solche Demos. Also da gab es von vornherein irgendwie, es braucht eine Struktur, damit sowas auch irgendwo ankommen kann und sich dann irgendwie weitertragen kann. Und ich finde aber auch, man muss so ein bisschen drauf gucken, ne, wofür oder wogegen waren diese Demos eigentlich. Und das finden wir schon auch wichtig, nochmal kritisch zu betonen, dass so dieser Recht, also Demokratie ist ein sehr weiter Begriff, worunter sehr, sehr viele Leute mitlaufen können. Und es kann nicht dabei stehen bleiben, dass wir abstrakt Demokratie fördern. Das ist ein Begriff, der mit 25.000 Theorien ausfüllbar wäre. Und wir müssen uns aber auf eine Variante davon einigen, die ja, Menschen ein gerechtes, ein gutes Leben ermöglicht und nicht irgendwas davon. Und das ist natürlich ein Problem bei diesen Demos. Voll. Also das spricht ja so ein bisschen auch die Frage mit an, ne, ob da zum Beispiel CDUler mit sprechen dürfen oder nicht und wie breit man diese Bündnisse
zieht, um eine möglichst große Masse zu mobilisieren, aber auch die Frage, wann man noch inhaltlich klare Sachen sagen kann. Ich fand gerade mega interessant, es ist eher ein kurzer Nebengedanke, den wir vielleicht später nochmal aufgreifen können, wenn wir noch mehr über die ostdeutsche Geschichte sprechen, dass ihr auf der einen Seite sagt, man braucht diese Strukturen, weil irgendjemand muss es ja organisieren, man braucht auch Leute, die das Know-how haben, wie man überhaupt eine Demo organisiert. Das wissen ja einfach viele Leute auch so erstmal gar nicht. Und dass auf der anderen Seite es, glaube ich, schon so eine Distanz zu politischen Akteuren an vielen Orten in Ostdeutschland gibt. Auch aus so einem, ich weiß manchmal nicht genau, ob das noch DDR-Erbe ist oder ob das sogar eher aus den Nachwendejahren kommt, wo das so voll schnell so ein Ding war, dass man entweder Nazi oder Zecke ist. Und dann haben sich viele Leute einfach lieber gar nicht positioniert, um nicht zwischen irgendwelche Fronten zu geraten. Und so, und dass es da einfach so ein bisschen so eine, einfach insgesamt eine hohe Distanz dazu gibt, sich selber politisch zu äußern oder zu verorten. Und genau, finde das irgendwie gerade, also genau, finde das ein interessantes Spannungsfeld. Vielleicht können wir da später noch mehr drüber sprechen, wie ihr das seht oder wahrnehmt. Gleich geht's weiter. Du hörst den Was tun Podcast. Heute sprechen wir mit Jascha und Maurice darüber, was wir dem Aufstieg der AfD in Ostdeutschland entgegensetzen können. Das können wir vor allem dank der Unterstützung unserer Fördermitglieder. Falls du noch nicht dabei bist, dann klick doch jetzt auf den Link in den Shownotes und unterstütze uns mit einem regelmäßigen Beitrag. Schon ab 3 € im Monat bist du dabei und ermöglichst damit, dass wir auch weiterhin unabhängig, kostenlos und für alle senden können. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wenn wir jetzt über diese großen Demos sprechen, dann geht es da ja vor allem um so auch viele bundesweite NGOs und Bündnisse, die sich dann entschieden haben, ziemlich schnell dieses Anti-Rechts-Thema groß zu machen, wie die es dann ja oft nennen. Also da viel Geld drauf zu werfen zum Teil und auch eine logistische Infrastruktur zu schaffen, um gerade in großen Städten große Demos machen zu können. Das ist aber was, wo ihr jetzt auch gesagt habt, das ist, kommt einerseits vielleicht nicht an allen lokalen Orten so gut an. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, was davon bleibt. Was ist denn da so eine lokale Perspektive vielleicht drauf, die ihr so von den Innis, die ihr unterstützt, mitbekommt? Jetzt gerade hatte ich so den Gedanken, es wäre echt super gewesen, wenn große NGOs einfach mal einen Bus geschartert hätten und für da 50 Leute aus, abstraktes Beispiel, Wiesbaden reingesetzt hätten, mit denen nach Görlitz gefahren wären und quasi bei der Demo dort dabei gewesen sind. Ich glaube, das war ja auch schon was so relativ viel in so linken Kreisen diskutiert wurde, so, ne, wo fährt man eigentlich zu diesen Demos hin? Beispielsweise haben wir das dann eher versucht so zu machen. Ich war auch in Dresden auf den Demos, aber nach Freiberg zu fahren, zu sagen, hey, da geht was, oder vielleicht also irgendeine Stadt rauszusuchen, wo man sagt, da gehen definitiv weniger Menschen auf die Straße als den Orten hier. Genau, das finde ich irgendwie, und das wäre auch sowas, um da noch kurz zu bleiben, auch sowas Nachhaltigeres gewesen, weil das hätte automatisch dazu geführt, dass irgendwer irgendwen kennenlernt und dann fährt man da wieder hin. Dann geht man da wieder hin, dann hält man da einen Kontakt, weil wenn ich jemanden irgendwo kenne, dann macht das was anderes mit mir, wenn ich erfahre, in Görlitz ist wieder jemand angegriffen worden, als wenn ich da so ein abstraktes Gefühl zu habe. Das ist das, was wir irgendwie als Polylux auch so doll versuchen zu pushen bei uns selber. Wir müssen da ja auch selber hinfahren. Also auch in Dresden kriege ich nicht mit, was in Wurzen geht, sondern ich muss nach Wurzen fahren, damit ich das mitkriege. Und ich muss vor Ort mit den Leuten reden und so weiter und so fort. Und das ist halt, das tut mehr weh, als irgendwo Geld hinzugeben. Ne? Das kostet Zeit und Kraft und so weiter und so fort. Gleichzeitig bei diesen ganzen bundesweiten Sachen ist natürlich wichtig zu sehen, dass das super notwendig ist, dass dieses Geld fließt, weil quasi mit den anstehenden Kommunalwahlen stehen ja Fördermittel auf dem Spiel, die einfach eine ganz andere Dimension haben, als das, was bisher quasi, oder als das, was wir beispielsweise auch leisten können. Ne? Also wir können keine 18 Stellen, die beim Sächsischen Flüchtlingsrat finanzieren, die einfach weggebrochen sind Ende letzten Jahres, als es diese ganze Haushaltssperrendiskussion gab, oder ich war es gerade nicht der richtige Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ja, also genau, manchmal habe ich den Eindruck, das ist sozusagen, man braucht einerseits das Geld und man braucht aber halt auch die Zeit und die Ressourcen. Und ein Campaigner hat ein
Text in der Zeit, sozusagen, als diese ersten Brandmauern-Demos gab, dazu geschrieben, in dem er, der auch aus Ostdeutschland kommt, und der hat also sehr stark nochmal so ein Argument gemacht von, genau, es ist gut, wenn diese großen Organisationen jetzt Geld geben, aber es gibt schon auch das Problem, dass viele der Fördermöglichkeiten zu kompliziert sind für die lokalen Initiativen, also dass, ne, dann müsste es ein gemeinnütziger Verein sein, der das Geld beantragt, oder die Förderanträge sind super lang und die Leute haben gar nicht die Zeit, das überhaupt auszufüllen. Und manchmal brauchen sie einfach Menschen und nicht Geld. Vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, wie ihr mit diesen Problemen umgeht, weil das ist ja, was ihr wahrscheinlich von lokalen Initiativen kennt, dass es manchmal überhaupt schon die Hürden, dann Geld sich zu beantragen oder Geld irgendwo herzukriegen, schon so hoch sind, dass sie es gar nicht, dass das dann schon gar nicht mehr stattfinden kann. Ja, voll. Also genau, wir haben diesen Artikel auch gelesen und der erste Gedanke war so, erstmal Danke zu sagen, danke für diesen Artikel. Es steht zwar auch in der Überschrift, dass es eine Polemik ist, und er ist auf jeden Fall polemisch zugespitzt, aber er trifft auf jeden Fall viele Punkte. Er trifft auch viele Punkte, die wir uns auch gefragt haben, als wir mit Polylux angefangen haben. So, was machen wir eigentlich? Wer sind wir, dass wir das jetzt machen? Was braucht es eigentlich tatsächlich vor Ort? Das sind auch Fragen, die wir uns immer noch stellen. Also die stellen wir uns eigentlich auch ständig immer wieder. Und genau, deswegen ist ja ein Punkt, den wir probieren, ist, dass unser Antrag oder bei uns Geld zu beantragen wirklich so niedrigschwellig wie möglich ist. Aber genau, wir versuchen schon sehr, keine genauen, also so eine genaue Finanzaufschlüsselung. Du machst das, du hast ein Projekt in einem halben Jahr vor, woher sollst du vorher wissen, was das Bahnticket kostet? Also wir finden das auch alles ein bisschen Quatsch. Uns interessiert aber sehr, für was die Projekte die Kohle brauchen, deswegen fragen wir das schon auch. So, was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr? Wir haben aber keinen Anspruch darauf zu sagen, wir wissen, für was man Geld ausgibt, weil das wissen die Projekte in der Regel am besten. Und wenn die sagen, wir brauchen das, um die Stromrechnung zu bezahlen, dann ist es das. Wenn sie sagen, wir brauchen das, um die GEMA zu bezahlen oder um die Fahrtkosten auszugleichen. So, es ist uns irgendwie ein bisschen egal, einfach. Hauptsache, die können eine gute Arbeit machen. Wir fördern zum Beispiel aber auch Kosten, die ganz, ganz viele nicht fördern. Also ganz oft wird Miete nicht gefördert oder es werden Fahrtkosten nicht gefördert. Und wir, genau, machen das deswegen auch sehr postenunabhängig. Also es gibt eine Summe und dann ist das halt die Summe. Wir wollen gar nicht wissen, für was das einzeln dann benutzt wird. Wir machen das, weil wir das eben aus eigener Erfahrung wissen, weil wir selbst, ne, in diesen Räumen gelebt haben. Und die Kohle oft auch das ist, woran es halt schnell scheitert. Und das beschreibt Danny ja auch in den Orten, ne? Wenn man halt den Raum nicht hat, wenn man die Miete nicht zahlen kann, hat man auch keinen Ort, an dem man eine Veranstaltung machen kann. Und gleichzeitig, ja, braucht es die Leute dazu. Und wir kennen auch die Perspektive und wir wissen, dass es halt in dem ländlichen Raum so ist, dass immer die fünf selben Leute halt das machen müssen. Aber mehr sind es am Ende vielleicht nicht und brennen dadurch auch aus. Ja, gleichzeitig kann man bei uns aber auch keine Personen beantragen, die kommen und mitmachen. Das wäre vielleicht auch eine Konzeptidee. Ein Pool aus Leuten, die sich... Wir haben ja das zum Teil so ein bisschen, also wir haben zum Teil quasi so persönliche Verbindungen in Projekte, wo dann so klar ist, okay, ich kümmere mich dann nochmal expliziter drum. Also beispielsweise, ich suche euch jemanden, die das Lektorat immer macht, oder ich suche euch... ich suche euch in Berlin ein Moderationskollektiv und das Moderationskollektiv macht euch ein bisschen besseren Preis oder sowas. Das sind so Überlegungen, die wir bei Polylux auch durchaus hatten, wie man das nochmal machen kann. Aber bei einer begrenzten Menschenanzahl wird das halt auch schnell schwierig. Genau, und ab und an kriegen wir auch diese Anfragen, ne? Also dass Leute uns auf einmal fragen, hey, habt ihr einen Kontakt zu wem? Wer fällt euch wer ein, der für uns irgendwie das und das machen kann? Wir haben jetzt schon viel über eure Arbeit gesprochen und auch, dass ihr Sachen anders macht als große Organisationen, die Geld an die Zivilgesellschaft weitergeben wollen. Und zwar seid ihr zum Beispiel kein gemeinnütziger Verein, sondern ihr habt diese Struktur, dass ihr einen Verein habt mit dem Förderverein, an den Leute spenden können und wo ihr dann das Geld weitergeben könnt. Und im Vorgespräch habt ihr auch gesagt, dass euch die Unabhängigkeit von Förderinstitutionen so wichtig ist. Könnt ihr nochmal erklären, was es mit diesem Konstrukt auf sich hat und warum ihr das so macht? Ja. Gerne. Genau, wir haben uns sehr bewusst gegen einen gemeinnützigen Verein entschieden, weil wir in der Zeit, wo wir uns gegründet haben, einfach beobachtet haben, was mit gemeinnützigen Vereinen passiert, wenn sie sich politisch so klar positionieren oder so genau, ihre Arbeit machen. Also das war in der Zeit, als gerade der VVN-WDA die Gemeinnützigkeit verloren hatte oder aberkannt bekommen hat und
das Demo Z, auch so ein Ort, den das passiert ist, Attack, glaube ich, auch im Zeitraum. Und so verschiedene Angriffe auf genau diesen Aspekt der Gemeinnützigkeit gab. Und irgendwie in Prüfungen behauptet wurde, hier habt ihr über euer Vereinsziel oder euren Vereinszweck hinausgearbeitet oder es ist halt einfach diese Ausschlussklauseln waren, ne? Also von wegen, wir machen eine Veranstaltung, hier dürfen keine Rechten rein. Das war ja, glaube ich, das Ding beim VVN-BDA. Und zack, waren die weg. Und wir uns so dachten, ach, das, den, also, genau, das wenden wir ab, indem wir einfach gar nicht als gemeinnützig werden. Und dadurch uns einfach einen größeren Spielraum frei halten, von wem wir, also genau, was wir machen, wo das Geld herkommt, wie wir es weitergeben, an wen wir es weitergeben. Wir müssen natürlich uns trotzdem an so eine klassische Vereinsstruktur halten, also es ist ja trotzdem ein eingetragener Verein. Und das machen wir auch alles. Aber genau, es gibt uns einfach dahin viel mehr Freiheit. Genau, und wo kommt das Geld her? Halt viel von, also in der Regel von Einzelpersonen. Wir kriegen regelmäßig aber auch größere oder kleinere Spenden von Organisationen oder von Orten, die Kohle für uns sammeln. Also wir haben mal von einer Boulderhalle aus Cottbus, die haben irgendeinen Nachtbouldern gemacht und haben uns die Einnahmen gespendet, so, weil sie uns cool fanden. Oder haben jetzt zuletzt von 8 Eimer Hühnerherzen irgendwie Toureinnahmen gespendet bekommen. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wo es so herkommt. Wir genau hoffen darauf, dass einfach auch noch mehr Geld tatsächlich ausweicht, größeren, wohlhabenderen Strukturen an uns fließt. Also wir wissen natürlich einfach auch, dass die Leute, denen wir es eigentlich weiterverteilen wollen, uns ihr Geld geben, was auch total sweet ist und cool. Genau, aber der ganz eigentliche Hintergrund war ja vielleicht so größeren Leuten, dass so irgendwie, ja, aus der dickeren Brieftasche an uns fließt. Und vielleicht könnt ihr nochmal sagen, ihr habt ja auch gesagt, dass euch die Unabhängigkeit von Förderinstitutionen so wichtig ist. Also ich glaube, wenn man jetzt ansonsten so im Fundraising unterwegs ist, würde man vielleicht sagen, hier, stellt doch einfach einen Antrag bei der EU in irgendeinem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums oder bei der Bundesregierung für Demokratieprojekte oder so. Warum ist euch dann da die Unabhängigkeit so wichtig? Für uns ist es eher der wichtige Aspekt, dass die Gruppen, also eher, dass die bei uns Geld beantragen, auch unabhängig sein können, weil sie eben, wenn wir nicht an Klauseln gebunden sind, wir müssen nicht sagen, nur unter den und den bestimmten Ziel oder Zweck des Geldes könnt ihr das bekommen, sondern und einfach dieses, ihr braucht es und ihr wisst, für was ihr das braucht und wir geben es euch. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, na, Finanzamt vielleicht noch, genau, wir Spendenquittungen brauchen, wenn wir Spenden vergeben und so, das machen wir, aber darüber hinaus sind wir das uns selbst und vielleicht ein Stück weit unserem FördergeldgeberInnen, was wir versuchen, indem wir auch regelmäßig da halbjährlich Updates geben über so einen Newsletter für unsere FördergeldgeberInnen, wo das Geld hinging, was wir eigentlich gemacht haben. Ich würde es, glaube ich, einfach nochmal auf den Punkt bringen wollen und sagen, wir sind parteiisch, wir wollen parteiisch sein. Und also was mir jetzt öfter mal begegnet ist, dass Leute natürlich dann irgendwie, ja, wir dürfen jetzt nicht hier einseitig gegen die AfD oder sowas reden. Wir wollen bitte, dass unsere die Leute, die von uns Kohle kriegen, dass die sich eindeutig zur AfD äußern können, dass die sich eindeutig zur CDU und sogar auch allen anderen Parteien äußern können und nicht Angst haben davor müssen, dass da dann vom Fördermittelgeldgeber irgendwie gesagt wird, nein, geht nicht, das ist undemokratisch oder sowas, sondern Kritik. Und auch harte Kritik ist extrem wichtig, gerade für eine Zivilgesellschaft, gerade in der Auseinandersetzung, die wir gerade führen werden dieses Jahr. Ja. Also so im Grunde da, wo die anderen sagen, ab hier kriegt ihr kein Geld mehr, kommen wir und sagen, genau dafür kriegt ihr jetzt Geld. Bevor es weitergeht, hier nochmal eine kleine Unterbrechung. Aktuell machen sich viele Leute Gedanken darüber, was wir dem Aufstieg der AfD als Linke entgegensetzen können. Und darüber sprechen wir ja auch heute im Interview. Wenn du Leute kennst, die das Gespräch vielleicht auch interessieren könnte, dann schick ihnen doch jetzt den Link zur Folge im Messenger. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich finde, was ja irgendwie auch interessant an eurem Ansatz ist, ist, dass das ja wirklich, ihr macht das ja spezifisch für Ostdeutschland.
Und es gibt ja auch einen Grund, dass ihr euch in Ostdeutschland gegründet habt und jetzt zum Beispiel was zu finanzieren in Westdeutschland oft nicht ganz so ein großes Problem ist. Einfach weil es da insgesamt mehr Menschen gibt, die mehr verdienen, aber auch einfach mehr Menschen gibt, die viel Vermögen haben und das spenden. Und das ist vielleicht jetzt mal eine Überleitung. Ich würde gerne jetzt nochmal darüber sprechen, weil unsere Hörerinnen ja in Ost- und Westdeutschland weit verteilt sind. Vielleicht auch, ob es so eine spezifische, so eine Art Soziopolitik in Deutschland gibt, also so eine Form von politischen Haltung, vielleicht auch politischen Vorerfahrungen, die in denen sich da Initiativen auf eine bestimmte Art und Weise bewegen oder die sozusagen vielleicht auch diese Förderung von euch aus auch besonders wichtig machen. Genau, eine spezifische Soziopolitik, weiß nicht, ja, kann man vielleicht erstmal so bejahen. Und gleichzeitig ist es aber so vielschichtig, dass das, glaube ich, nicht so einfach ist, das mit einmal zu beantworten. Wir sind ja aber gerade auch mit einem Vortrag unterwegs in Deutschland und versuchen da das auch mal mit einzuordnen. Und dort setzen wir auch so ein bisschen mit der Wendezeit an, da drauf zu schauen. Also natürlich können wir da auch noch früher einsetzen, historisch, und überlegen, was zu was geführt hat. Unser Blick ist aber natürlich eher so diese Wendezeit und Nachwendezeit. Und betonen da auch immer, dass man, glaube ich, um das zu verstehen, was im Osten passiert oder passiert ist, diese Form von Wende und da kommt was, also so ein Moment von Hoffnung und irgendwie so ein Wunsch nach, jetzt wird irgendwas anders, es kommt Freiheit, es kommt irgendwie so neue Perspektiven, es kommt irgendwie auch Kapitalismus, also muss man auch so sagen, das haben sich Menschen auch einfach so gewünscht. Wie so eine Aufbruchsstimmung gab, vielleicht so zu einem Zeitpunkt, der dann leider enttäuscht wurde, also der einfach für die meisten Menschen enttäuscht wurde, also Rückbau von Arbeitsplätzen und also vielleicht ist es nur so angeteasert, wir sagen dann immer, dass der Osten auch so ein Versuchsraum von so Neoliberalismus geworden ist und über so Treuhand ganz viele große ArbeitgeberInnen plötzlich aber einfach weg waren. Also da wurden Fabriken geschlossen, ganz viel so ein Tagebau, aber eigentlich in allen Regionen. Es gab von heute auf morgen entweder keinen Arbeitsplatz mehr und wenn es den nicht mehr gab, gab es auch ganz oft keine Anerkennung deiner Ausbildung mehr. Also ganz, ganz viele Menschen haben eine Ausbildung im Osten gemacht, die plötzlich nach der Wende nicht mehr gegolten hat, weil die Abschlüsse auch nicht anerkannt waren. Das hieß, es war auch gar nicht so leicht, wieder einen neuen Job zu finden, wenn man so super spezifische Berufe hatte wie Betonmischerin. Das gibt es ja einfach so praktisch gar nicht. Und da Menschen auch erst damit gestruggelt haben, auch gegen gestreikt haben. Es gab auch Orte, an denen genau gegen diese Schließungen gestreikt wurde. Aber letztendlich die meisten arbeitslos waren. Wenn das passiert ist, sie die Abschlüsse nicht hatten, kamen sie in so schlechte AWMs, in diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mussten für mieses Geld zu teilweise sinnloseste Arbeit machen. Also was der Name sagt, so Arbeitsbeschaffung, Hauptsache die Leute arbeiten und gehen irgendwo hin und bauen irgendwas, zupfen irgendwo Unkraut, also und Menschen, die auch einfach wertlos gemacht gefühlt haben. Und neben, dass der Beruf wegfiel, fiel ja auch eine Form von Gemeinschaft weg, weil die Arbeitsplätze ganz viel gebracht haben. Die haben ja, die Kita war ganz oft angebunden an die Arbeitsstelle, deine Freizeitaktiven waren angebunden, weil du den Berufschor hattest, weil die Wochenendfahrten organisiert haben, weil sie diese Chorfreizeiten gemacht haben. Und das war alles plötzlich nicht mehr. Und auch so Wohnungsgenossenschaften, die dann pleite gegangen sind oder auch einfach so aufgelöst wurden und über so eine wenn man in diesen Neubaublock guckt, die meine Oma einfach auch viel erzählt, alle haben gemeinsam den Hausflur geputzt. Das wurde, du musstest mit deinen NachbarInnen absprechen, wer ist wann dran, für welchen Bereich da zu putzen. Und jetzt kommt eine Firma und macht das halt. Du kriegst gar nicht mehr mit, wer eigentlich nebenan. Weil es gibt keine Gründe mehr, so richtig viel ins Gespräch zu kommen. Und dass das Menschen sehr vereinsamt hat. Und leider auch dann Feindbilder geschaffen. Also ne, man sucht die dann ja. Und überlegt, wer ist denn daran jetzt schuld? Und das klammert ja nochmal, da ausgeklammert sind ja jetzt auch schon mal diese Baseballschlägerjahre, um die es vorhin auch schon mal Einleitung kurz ging und Pogrome, die in der Zeit auch passiert sind. Und auch ganz viel an so Kulturstätten gestrichen wurde. Also dann gab es einfach hat das Theater nicht mehr. Wo man vorher billig hingehen konnte, gibt's nicht mehr.
Das vielleicht so, um vielleicht so ein bisschen diese Mentalität auch irgendwie zu verstehen. Nicht, um sie zu rechtfertigen, weil ich finde es nicht in Ordnung, daraus dann zu sagen, jetzt hasse ich deswegen irgendwen, aber um so eine, ja, diese Verbittertheit vielleicht irgendwie ein Stück weit nachvollziehen zu können. Ja, ich finde das voll, glaube ich sozusagen, oder finde es einfach voll krass, und eigentlich finde ich so, ich bin ja auch so Nachwendekind, kann man sich das irgendwie gar nicht mehr so richtig vorstellen überhaupt, wie das ist, aus einer Gesellschaft zu kommen, die so, ich fand, das hast du ja auch gerade nochmal gut, also einfach gut dargestellt, so konzentriert auf Arbeit ist, dass da alle sozialen Aktivitäten, also fast alle sozialen Aktivitäten und gesellschaftliche Integration dranhängt, und dann bricht die Arbeitsstelle weg, und ich glaube, das stellt man sich immer schlimm vor. Aber ich glaube, man kann sich schwer vorstellen, wie das in einem Kontext oder in einem Land ist, wo eigentlich da auch noch das ganze soziale Netzwerk und die ganze gesellschaftliche Integration dranhängt. Wenn dann die Arbeitsstelle wegbricht und das auch noch so flächendeckend, dann schafft es ja nochmal so eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Desintegration irgendwie auch, und so, genau, Verbitterung, wie du es jetzt gesagt hast. Oder auch wenn dann so diese ganzen Kultureinrichtungen dazu noch wegbrechen, da gibt es ja wirklich kaum noch Gründe rauszugehen und mal Menschen zu treffen und vielleicht auch Leute zu treffen, die anders sind als man selber, und sich mit denen irgendwie auseinanderzusetzen und so. Und ich finde das immer, das kann man sich irgendwie so kaum, ich merke immer, dass ich so, man versucht es dann so ein bisschen zu erklären und sich so auch sozusagen das nachzuvollziehen, wie das vielleicht gewesen sein muss und so. Aber ich glaube, so richtig vorstellen kann man sich dann immer fast gar nicht so richtig, wenn man es nicht erlebt hat. Genau, und jetzt, wenn wir jetzt aber nochmal über die Nachwendezeit sprechen, dann gibt es ja einmal Nazis oder die NPD, die dann so super stark geworden ist. Aber es gibt ja auch eine starke antifaschistische Kultur, die sich irgendwie auch in Antwort darauf gebildet hat. Wie nehmt ihr es denn wahr? Gibt es da noch Kontinuitäten auch von Aktiven, die damals aktiv geworden sind und die jetzt noch dabei sind? Also ich finde das schon, das habe ich vorhin noch gedacht, wo wir so über Unterschiede auch geredet haben, ich finde das schon eine Spezifik für mich, dass ich das irgendwann mal erfahren habe quasi, dass es eigentlich keine alten Linken gibt, organisierte quasi. Also eigentlich sind sozusagen alle Leute mein Alter oder vielleicht ein paar Jahre älter, und eigentlich gibt es sozusagen, so wie ich da irgendwann erfahren habe, so wie in Westdeutschland, dass es irgendwelche Leute mit grauen Haaren gibt, die auch links und auch noch politisch aktiv wirklich sind. Das war nicht so meine Normalität, obwohl es die Leute auf jeden Fall gibt. Und es gibt an ganz vielen Orten, würde ich sagen, so eine, ja, eine Wendetradition innerhalb der ostdeutschen Linken, also weil super viele Orte beispielsweise einfach auf die 90er zurückgehen, also auf Besetzungen, die in den 90ern beispielsweise ganz viel passieren konnten auch, weil halt Leerstand unglaublich häufig war und man dann halt sich einfach auch Sachen angeeignet hat, als so eine Alternativbewegung, als Punker, als ja, die, glaube, die Bespannbarkeit ist da ja riesig, was in so einer Oppositionsbewegung in der DDR sich auch entwickelt hat und was dann auch ja Früchte getragen hat, was aber permanent mit dieser massiven rechten Gewalt konfrontiert war. Also ja, es gibt auf jeden Fall eine alte ostdeutsche Linke, aber halt viel kleiner, würde ich sagen, tatsächlich, als das, was es in Westdeutschland gibt. Und ich meine, man muss auch nochmal immerhin dazu sehen, das sind ja ganz viele Leute, die, wie du das gerade ja auch angesprochen hast, proletarisch geprägt sind. Das heißt, die kommen aus Haushalten, wo kein Erbe existiert. Das heißt, das sind Leute, die super viel arbeiten gehen dann auch, wo auch manchmal man so eine bestimmte Einstellung zum Arbeiten noch, finde ich, auch irgendwie erlebt, die anders ist als die, die ich dann mittlerweile vermittelt bekommen habe. Also wo das einen anderen Stellenwert tatsächlich auch manchmal hat. Und dementsprechend die aber keine Kohle, also die weniger Freizeit, weniger Kohle haben, um das in politische Arbeit zu investieren. Ja, und das, also ich finde, genau, ich finde das schon, es gibt so ein spannendes Buch, 30 Jahre Antifa in Ostdeutschland. Das kann man sich mal reinziehen, wenn man so spezifisch auf Antifa in Ostdeutschland nochmal kommen mag. Weil das ja schon, also beispielsweise die Bedrohung mit Gewalt eine andere Kultur innerhalb so antifaschistischer Gruppen und so, glaube ich, produziert hat in Ostdeutschland, als das anderswo war. Voll. Das ist aber, finde ich, ein richtig interessanter Punkt. Da habe ich echt auch nicht drüber nachgedacht. Aber es stimmt, dass es einfach wenig so alte Linke in sozusagen diesen Organisierungen oft gibt. Wir witzeln da oft so rum, ne? Und dass wir jetzt im Grunde die Generation sein müssen, die die älteren Role Models für die Jüngeren werden, weil ich habe das auch, also ein, zwei Leute vielleicht, wo ich sage, okay,
sitze um so ein bisschen die, wo ich sage, dass ja, ich war in der DDR schon aktiv und die sind es immer noch, aber viele sind es definitiv nicht und das müssen wir jetzt irgendwie mal anfangen zu leisten. So. Ich finde das für so eine Zivilgesellschaft tatsächlich auch richtig relevant, wie repressiv die Gesellschaft gegenüber den Individuen war in der DDR, was so dieses aktiv in der Gesellschaft sein angeht. Weil das gab es natürlich in bestimmten Formen, aber gerade sowas wie Gewerkschaften oder sowas, die sind ja hier dann erst neu entstanden und das ist überhaupt nicht eine Normalität. Das gute Institutionen sind durchaus auch, weil Leute ja damit auch verbinden, quasi Einheitsgewerkschaft, Einheitspartei, also das finde ich wichtig für dafür, wie auch Linke dann gesehen werden, die irgendwo aktiv sind, wie die dann wahrgenommen werden, genau da wieder mit so einem seltsamen, was macht ihr da eigentlich? Ja, das stimmt. Das ist ja interessant. Es gibt tatsächlich einfach so eine relativ große Distanz gegenüber Leuten, die sich halt so politisch so richtig organisieren. Und ich finde das mit den mit der gewerkschaftlichen Organisierung, das strahlt ja dann aber oft auch total problematisch zurück. Nämlich zum Beispiel bei so einer Sache wie Tesla baut diese große Fabrik und es sind einfach nur einen total geringen Organisierungsgrad und deswegen sind die nicht an Tarifvertrag gebunden und die Leute haben halt schlechtere Arbeitsbedingungen als in Westdeutschland. Und so, und das ist so voll, ja, irgendwie beißt sich dann wieder die Katze manchmal auch in den Schwanz. Eine Sache, die mich tatsächlich noch interessieren würde, und dann können wir weitermachen, ist aber, dass, also ich, mich stört manchmal in dem Diskurs, den es in Deutschland gibt, über Ostdeutschland, dass oft halt so sehr verallgemeinert über Ostdeutschland gesprochen wird. Und jetzt haben wir es ja selber auch gerade ein bisschen gemacht. Ich habe euch ja auch gefragt, sozusagen gibt es so eine Soziopolitik. Aber wenn man jetzt schon guckt, von wo, ihr lebt jetzt beide in Dresden, aber ihr kommt aus verschiedenen Regionen in Ostdeutschland und ich oft den Eindruck habe, so die politische Prägung in MV oder in Brandenburg ist nochmal sehr anders, auch als in Sachsen oder Thüringen. Spielt das denn in euren Projekten jetzt irgendwie auch eine Rolle oder wenn ihr Projekte fördert oder beratet vielleicht auch, spielt das schon nochmal eine Rolle, dass auch so, dass ihr irgendwie sozusagen auch nochmal stärker mit so Unterschieden zwischen den Bundesländern umgehen müsst oder wollt? Also ich habe erstmal so einen Gedanken dazu, was ich letztens mal drüber nachgedacht habe, ist ein Unterschied ist, oder weil ich auch gefragt wurde, warum ist es teilweise so unterschiedlich, ist auf jeden Fall auch eine Bevölkerungsdichte. Also in Sachsen zum Beispiel leben einfach deutlich mehr Menschen als in MV, also auf den so räumlich gesehen leben mehr Menschen in Sachsen als in MV. Dadurch gibt es ja schon automatisch auch andere Strukturen. Also auch wenn wir sagen, sie sind nicht so ausgeprägt wie im Westen, gibt es dann trotzdem mehr Strukturen in Sachsen als vielleicht im MV, also so von der Vernetzung, von der Distanz, wenn ich von A nach B fahren will. Oder aber dass wir zum Beispiel Thüringen als ein sehr, also das sind die größten Städte, fast ländlich. So, da ist es dann halt, dass wenn man mit Menschen aus Jena spricht, ja, und die schon sagen, pff, da ist gar nichts. Also eigentlich gibt es keine Strukturen. Das ist dann da halt einfach eine große Stadt, so. Oder es dann halt die ein, zwei großen Orte gibt, aber viel mehr dann auch nicht. Und ja. Na, ich glaube, was auf jeden Fall, also es ist mehr eine These von mir, aber ich denke, da ist was dran, dass man ja schon sehr deutlich sieht, welche PartnerInnen die föderalen Strukturen beim Aufbau nach der DDR hatten. Also in Sachsen ist es beispielsweise Bayern als Partner Bundesland. Und ich glaube, das ist nicht von ungefähr sozusagen, dass es in Bayern, in Sachsen so eine krass konservative CDU gibt, die hier seit, naja, jetzt 30 Jahren quasi regiert, nicht mehr ganz alleine. Aber das wirkt sich natürlich heftig aus. Also wenn es einfach in einem Land, in einem Bundesland über einen so langen Zeitraum keinerlei Wechsel gibt in einer demokratischen Regierung und wenn dann da noch gesagt wird von einem Ministerpräsidenten, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus, das ist Kurt Biedenkopf im Zitat gewesen, das ist natürlich heftig und das ist in der MV was anderes, wo es eine SPD-Regierung gibt seit langem und in Brandenburg. Also ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, man kann so Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ein bisschen zusammensortieren, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern auf eine andere Seite, aber das, ja, finde ich auch schwierig zu greifen, streiten wir uns auch manchmal drüber. Ja, auch also weil wir das auch letztens hatten in einem Vortrag, dass auch der Umgang mit Rechtsruck oder mit rechten Parteien da auch einen Unterschied macht. Also in Sachsen war es wie Mentalität,
mit den krassen Montagsthemen, mit Pegida etc., wir müssen mit denen reden. Es gab so ein ganz großes Ding von, die haben Sorgen, die haben Ängste, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen die ganz ernst nehmen. Weil dann kann man daraus irgendwas machen und es wird vielleicht nicht so schlimm, war glaube ich der Grundgedanke, hat nicht so gut funktioniert. Und in MV zum Beispiel wurde anders damit umgegangen. Da gab es jetzt keine No-Go-Politik, aber zumindest ein stärkeres Nein. Keine Zusammenarbeit, keine Bündnis, aber wir machen das nicht. Und in solchen Fall die Wahlen, oder sind die Wahlen zumindest in den letzten Jahren dann auch anders ausgefallen. Also wäre es ja auch ein ganz spannender Moment, fand bei, also in Sachsen zumindest und wahrscheinlich auch in vielen anderen Orten und Bundesländern sehr viel dieser Grundgedanke ist, wir müssen mit denen reden, wir müssen es ganz ernst nehmen. Und ich würde sagen, man muss Probleme von Menschen ernst nehmen, aber ob man mit Rechten wirklich so dann arbeiten und denen so viel Bühne geben muss, hat für mich zumindest in so einem kleinen Blick und wie gesagt, ich habe auch zwischendurch in Mecklenburg gewohnt, irgendwie gezeigt, nee, die haben es besser gemacht, indem sie da stärkere Kante gezeigt haben. Was halt wiederum mit der vorhergehenden These, ne? Da ist eine andere Regierung über lange Zeit gewesen, vielleicht wieder zusammengeht. Aber die könnten es auch noch klarer machen, nur damit wir nicht in Verruch kommen hier irgendwie die SPD. Genau, wir haben ja jetzt sehr viel über die lokalen Projekte in der Fläche gesprochen und aber auch über diese Bemühungen auf bundesweiter Ebene irgendwie groß zu mobilisieren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass aus Sicht von vielen großen NGOs eben auch eine Strategie neben diesen punktuellen Demos ist, jetzt ganz gezielt punktuell bei eben zum Beispiel vor Kommunalwahlen, vor Landtagswahlen, bei der EU-Wahl große Budgets auszugeben für den Online-Bereich. Also dass man eben sagt, wir sind überall präsent dadurch, dass wir im Netz sind. Und man sieht das ja mittlerweile auch zum Teil in Bewegung. Also zum Beispiel bei Fridays for Future gibt es ja diese Initiative Reclaim TikTok, wo die jetzt versuchen, irgendwie die AfD so ein bisschen der AfD auf TikTok was entgegenzusetzen. Ich würde es irgendwie total interessieren, wie ihr, die ihr ja sehr stark auf dieser lokalen Ebene verankert seid, jetzt schaut auf diesen digitalen Raum und diese Bemühungen, da irgendwie der AfD was entgegenzusetzen. Wie seht ihr das? Was ist, wie schätzt ihr das ein? Also ich persönlich finde es gut, dass Menschen das versuchen und sagen, wir gehen zu TikTok und wir machen da aktiv was. Weil alles, was ich weiß über TikTok, muss richtig, richtig schlimm sein, was da an rechten Strukturen passiert. Und deswegen Respekt, wenn das Menschen machen, weil das kann einen richtig auffressen, auch so psychisch. Und gleichzeitig glaube ich, ist es wichtig, dass das nicht der einzige Ort bleibt, an dem man die politische Arbeit setzt. Also dass wir, was wir ja erleben, gerade im ländlichen Raum im Osten, so wichtig ist, also vielleicht auch bei älteren Leuten zum Beispiel, mit denen diese auch viel geht in so Nachbarschaftscafés, die sind ja auch nicht auf TikTok unterwegs. Deswegen ist es schon wichtig, so irgendwie beides im Blick zu haben. Ne? Also die älteren Leute, die da auch leben und die für die TikTok und die gar nicht so relevant ist, irgendwie im Blick zu behalten und auch ganz klassische Arbeit zu machen von Kuchen essen und Skat spielen, aber in einem Raum, wo vielleicht der Stammtischparole einfach was entgegengesetzt wird und ich, nee, hier nicht oder keine Ahnung, ne, wenn da in Diskussion geht. Und andererseits sehen wir es aber natürlich, dass bei den jungen Menschen das eine extrem große Rolle spielt und dass also so junge Nazis, so ganz junge, also weiß ich, die dann schon so hart so bezeichnen kann, aber die sind dann halt irgendwie so 8. Klasse oder so und sind schon für diese Verhältnisse richtig stark politisiert und das halt über, also unserer Vermutung nach, viel über soziale Medien und nehmen dann da halt Sprüche mit, nehmen da Parolen mit und nehmen da aber auch die Klamottenmarke mit, die man tragen muss und sind dann halt mit Thor Steiner unterwegs. Ja, ich habe jetzt gerade an Bautzen denken müssen, weil da gibt's dieses Balaklava Kollektiv oder so nennen die sich, was so ein rechter, also ein Nazi ist, der so ein Modelabel gegründet hat, der super viel so Videos macht, Berichte macht und der, glaube ich, einen extrem krassen Sogwirkung auf so jugendlichen Bautzen quasi produziert hat mit dem, was die da schaffen. Und da ist natürlich der Ansatz, über TikTok dann an diese Jugendlichen wieder ranzukommen, glaube ich, extrem schwierig. Aber andererseits muss es ja auch darum gehen, quasi die Leute zu holen, die da noch nicht sind.
Und ich finde aber auch, was ich für den Osten spannend finde, ist, dass es ja schon eine Frage nach der Demografie ist. Und es ist natürlich total wichtig, junge Leute zu erreichen. Aber eigentlich muss man sich auch mal darüber Gedanken machen, was du gerade schon angesprochen hast, wie man ältere Leute erreicht, die halt eine viel größere Relevanz bei den Wahlen haben, Punkt A, und die es ansonsten auch mehr gibt. Und wie spricht man die an? Das muss man sich ja überlegen. Und ich glaube, genau da hatten wir das ja auch schon mal vorhin im Gespräch, dass konkrete physische Orte immer noch extrem wichtig sind und auch das sind, was Leuten fehlt. Es fehlt einfach an Orten überall, das würde ich auch nicht auf Ostdeutschland begrenzen, aber da ist es nochmal natürlich krasser. Es fehlt an konkreten physischen Orten, an denen ich mir mit anderen Leuten zusammen rumhängen kann, ohne dass jemand daneben steht und eine Rechnung präsentiert, also ohne dass ich Geld ausgeben muss zwangsläufig und die ich selber mitgestalten kann. Und ich glaube, auf TikTok das was sehen ist sicherlich nicht schlecht, aber an so einem Ort Selbstwirksamkeit zu erfahren, weil ich was zusammen organisiere, weil ich irgendwie nette Leute kennenlerne, hat eine andere Auswirkung auf Menschen und ihre politische Haltung. Die Frage ist, ob ich sie dahin bekomme. Das ist die andere Frage. Cool, ja. Und bei euch geht's ja letztendlich genau um diese Orte, also diese Orte offline zu schaffen, wo Leute zusammenkommen können, nicht nur junge Leute, sondern auch alte Leute. Das wäre jetzt vielleicht auch die Überleitung zu meiner letzten Frage, und zwar die Leute, die jetzt sagen, hier, ich finde das jetzt ein cooles Projekt und ich hätte Bock, das zu unterstützen. Was für Möglichkeiten gibt es denn da mit den Projekten, die ihr fördert, solidarisch zu sein und sich damit dafür einzusetzen, dass eben so diese Demokratie von unten in Ostdeutschland jetzt nochmal eine Finanzspritze kriegt, sage ich nur. Ja, als Erstes kann man bei uns Fördermitglied werden. Das ist die Kerngeschäft, sage ich mal. Um da gut weiter zu verteilen. Also wir sind wirklich dankbar über jeden Euro, den wir kriegen. Wenn das ein Fördermitgliedschaft ist von 1-2 Euro im Monat, sind wir da genauso glücklich, wie wenn das höhere Beträge sind, weil genau deswegen wollen wir ja so anwachsen auf 1.000, also auf mindestens 1.000. Bei 1.000 Leute, die ein paar Euro geben, ist es einfach was wir im Monat umverteilen können. Das ist so der eine Punkt. Also klar, es geht dann halt doch ums Geld, was wir verteilen. Und gleichzeitig MultiplikatorInnen sein für das, was wir machen und was die Projekte machen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die oft gar nicht so direkt gesehen wird, die aber super wichtig ist, wenn man nicht in diesen Regionen lebt. Wenn man in den Großstädten lebt oder wenn man in Westdeutschland lebt, da einfach multiplikatorisch ranzugehen, weil das Thema Ostdeutschland und die Wahlen vor allen Dingen dieses Jahr, glaube ich, sehr viel Thema sind und sein werden. Und da hilft es uns und den Projekten ganz doll, wenn man einfach, wenn dann Leute fragen, aber was soll man denn machen? Sagen, hier, werd Fördermitglied bei Polylux oder spend direkt der Siebenhitze in Greiz einfach deine Kohle oder werd Fördermitglied beim Apowitz, die in Pörna, über die wir gesprochen haben, die finanzieren sich genauso über Fördermitgliedschaften. Da einfach, glaube ich, immer wieder hin zeigt, dass das halt eben der eine Weg ist. Der andere Weg hatten wir schon, auch einfach mal hinfahren. Das ist tatsächlich was den Leuten gut tut, wenn man vor Ort ist, wenn Menschen vorbeikommen. Also wenn ich an meine Zeit in meiner Jugend denke und es waren so große Demos oder irgendwie sowas mal im Ort oder im Nachbarort und da kamen Leute von außerhalb und die sind abends beim Konzert da gewesen. Das wird manchmal, glaube ich, überschätzt. Man fühlt sich plötzlich nicht so wichtig. Da kommen so Leute aus den großen Städten. Oder aber da kommen auch noch Inhalte mit, ne? Also, weil du bist ja in einem kleinen Ort auch oft in deinem eigenen Sumpf genauso gefangen und hast nur das, was du dir selber dazu holst. Wenn Leute von außen kommen, bringen die auch mal neue Diskussionspunkte mit. Die bringen, keine Ahnung, mal coole neue Sticker mit. Also, das klingt so lapidar, aber es macht ganz viel aus. Und wenn du dann noch zu einer marginalisierteren Gruppe gehörst, dann freust du dich, wenn mal so eine Horte Queers in deinen Club einfällt und da eine Party macht und dann wird sich nicht mehr alleine bist. So. Genau, das ist auf jeden Fall was, fahrt dahin, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr irgendwie die Kapazitäten habt. Und wenn man in der Nähe wohnt, dann kann es ja noch konkreter sein, ne? Also dann kann man hingehen und auch sagen, hey, ich will mal eine Schicht übernehmen in eurem Café. Das kann man auch machen, wenn man im nächstgrößeren Ort wohnt. Das ist einfach vornimmt, irgendwie vielleicht mit 2-3 Leuten. Wir fahren einmal im Monat hin für einen Tag und stemmen damit die Küfer. Also kann man auf jeden Fall tun.
Und da war auch am Ende, was wir auch sagen, ne, fragt die Projekte einfach, was braucht ihr konkret? Kann man irgendwie unterstützen? Damit kaum jemand sagen, ach nö, danke, wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Ja, ich würde noch eine Idee ergänzen, die wir so jetzt, die in meinem Kopf so langsam Gestalt annimmt, nämlich es gibt ja diese Städtepartnerinnenschaften. Und wir haben das noch nicht ganz genau jetzt evaluiert, wie das laufen kann, aber es gibt quasi auch kommunale Gelder dafür, diese Partnerinnenschaften zu pflegen. Und unsere Überlegung war tatsächlich, kann man das nicht nutzen quasi, um so einen Ost-West-Austausch ja auch so ein Stück weit easier zu machen. Also wir haben das jetzt konkret irgendwie gehabt, Wiesbaden, da ist die Partnerinnenstadt Görlitz. Und dann war jetzt unsere Idee so ein bisschen, wir bringen mal Leute, die wir in Wiesbaden kennen, bringen wir mit Leuten in Görlitz zusammen und versuchen, dass die sich erstmal kennenlernen. Und dann kann man ja gucken, was geht da sozusagen von vielleicht einer Live-Schalte bei einer Brandmauer-Demo Wiesbaden-Görlitz, aber auch so dieses kontinuierliche Geld rüberschieben oder mal hinfahren oder halt eine Austauschveranstaltung machen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man da macht. Und das hat, also viele, viele deutsche Städte haben das, ich weiß nicht, jetzt bei Greiz ist es Rosenheim. Wenn ihr aus Rosenheim kommt, wir suchen jemanden, der die Bock hat, mit der Siebelhitze zusammen mal was zu starten. Unabhängig von der Städtepartnerinnenschaft kann man das ja aber auch einfach ganz praktisch machen, sagen, ey, ich wohne in Kassel, Gera ist nicht so weit weg, Gera ist schlimm. Und dann guckt man da quasi, dann fährt man dahin zu einer Antifa-Demo, dann fährt man dahin zu einer Wir sind mehr-Demo, dann fährt man dahin zu einem Konzert, dann kommen die Leute mal vorbei, weil die haben ja auch was Wichtiges zu erzählen. Also das auch nicht nur einseitig denken, ganz wichtig. Ja, das wäre noch so eine konkrete Idee, wenn Leute was starten wollen jetzt so und schon ein bisschen nur noch eine zündende Idee brauchen. Genau, vielleicht noch um diese Städtepartnerinnenschaften. Warum wir darauf so gekommen sind, weil es gibt dann meistens in den Orten so kommunale Töpfe, wo man Geld dafür beantragen kann. Also der Gedanke von uns war auch ein Stück weit, dann geht man halt in Wiesbaden, da irgendwo, wo man das beantragt, hin und sagt, wir brauchen jetzt so und so viel Kohle für Fahrtkosten von A nach D. Also dass man sich so auch, es ist auch eine Form sein könnte, das Geld so darüber zu transferieren oder darüber halt auch mehr möglich zu machen. Also dass vielleicht dann die Leute in Görlitz sagen können, wir bräuchten gerade tatsächlich das und das. Und bei uns ist es schwierig, dafür an Ressourcen zu kommen. Und das vielleicht auch in den Austausch zu gehen und zu sagen, okay, na, dann können wir das ja vielleicht irgendwie so querfinanzieren und quer unterstützen. Cool, ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend. Ich glaube, unsere HörerInnen konnten einiges mitnehmen und haben jetzt ja auch schon ein paar coole Ideen, wo man anknüpfen kann, wenn man selber aktiv werden will und euch supporten will. Vielen Dank, dass ihr zu Gast bei uns im Podcast wart. Ja, danke euch, dass ihr unsere Initiativbewerbung angenommen habt. Ja, vielen Dank. Und danke. Bis bald. Gleich geht's weiter mit der Nachbesprechung, aber davor noch eine kurze Info für euch. Und zwar findet Mitte Juni vom 19. bis zum 23. Juni die Linke Medienakademie statt. Dort könnt ihr Skills für linke Medienarbeit lernen, und zwar in vielen verschiedenen Workshops und sogar auch in zweien von Weinchen und mir. Wir geben einen zu Kampagnenorganisation und einen zu Framing und politischer Kommunikation. Wenn euch die Themen also interessieren, dann guckt auch in den Shownotes nach, da verlinken wir euch das Programm und meldet euch da an. So, und jetzt viel Spaß bei der Nachbesprechung. Ja, hallo, jetzt treffen wir uns hier wieder. Weinchen und ich sitzen noch zusammen und wie nach jedem Gespräch wollen wir nochmal ein bisschen die losen Enden einsammeln und nochmal nachbesprechen, was wir besonders interessant fanden in dem Interview. Weinchen, was ist denn bei dir noch hängen geblieben oder was liegt oben auf? Also ich fand, das Gespräch war jetzt irgendwie eine gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen zu sprechen und nachzudenken über diese große Frage, die ganz, ganz viele Leute beschäftigt hat seit dieser Korrektivrecherche und den großen Mobilisierungen gegen rechts, nämlich diese Frage, was nach den Demonstrationen eben vor Ort weiter passieren kann. Wir haben es ja jetzt bei dem Aufstieg der AfD nicht zu tun mit einfach einem Gesetz, gegen das man oder für das man auf die Straße geht, sondern wirklich mit einer strukturellen gesellschaftlichen Entwicklung.
der man irgendwie auch was Strukturelles entgegensetzen muss. Mhm. Und ich fand, da war es jetzt so ein guter, ja, einfach ein guter Ort, um das mal so ein bisschen anzusprechen. Und das war so, glaube ich, auch mein Hauptinteresse, mit dem ich auch in das Gespräch reingegangen bin schon. Mhm. Ja, das finde ich auch spannend, dass die ja wirklich einen Bewegungssupport-Angebot im Wesentlichen machen. Also häufig sprechen wir mit Menschen hier im Podcast, die auch selber eine Kampagne starten oder sowas. Und die machen ja wirklich eigentlich ein Support-Angebot für Menschen, die lokal aktiv sind, damit die da aktiv sein können, weil das oft so wenig Leute sind. Und das, was ihnen halt fehlt, ist oft Geld. Und dafür haben sie sich einfach eine Struktur überlegt, die gut funktioniert. Und das finde ich irgendwie richtig interessant, weil das ja wirklich einfach eine so ein bisschen wie so eine aktivistische Serviceleistung ist, also direkt auf ein Problem antwortet, was es vor Ort gibt. Ich finde, was man bei denen eben dabei auch ganz deutlich merkt, ist, dass die eben selber aus der Bewegung kommen. Ne? Also es ist jetzt so eine Sache, die die beiden machen, um Bewegung vor Ort zu unterstützen, und sie kennen aber praktisch diese Probleme selber aus ihrer eigenen aktivistischen Praxis. Das finde ich irgendwie auch nochmal ganz wichtig. Und ich fand so in dem Zusammenhang auch diesen Punkt interessant in dem Gespräch, wo sie gesagt haben, naja, also richtig groß und erfolgreich wurden halt diese Brandmauer-Demonstrationen Anfang des Jahres in erster Linie dort, wo es Strukturen gab. Ne? Ja. So, und das darauf versuchen sie eben einzuzahlen. Also da geht es dann nicht zu sagen, was ist praktisch das nächste Motto, der nächste Aufruf für die Demo, sondern eher so das, was es braucht, damit es dann auch Demos geben kann, ne? Ja. Ja, das fand ich auch richtig interessant, jetzt ein bisschen lose damit verbunden. Aber diesen Punkt, dass man diese Strukturen, die, also antifaschistische Strukturen, die es im Osten gibt, die werden ja oft auch von anderen zivilgesellschaftlichen Strukturen so ein bisschen nur mit Fingerspitzen angefasst. Also da gibt's ja eher so ein bisschen auch kontaktscheu und so, weil die direkt dann immer irgendwie zu links wirken und so. Und da jetzt aber zu merken, das sind genau die Strukturen, die es auch braucht, und damit es überhaupt Demonstrationen geben kann, und wo dann aber diese Demonstrationen vielleicht auch eine Chance sind, dass es so ein bisschen Annäherung geben kann von der bisschen linksliberaleren Zivilgesellschaft an die antifaschistischen Organisationen. Das fand ich irgendwie auch nochmal einen interessanten Punkt. Ja, also wenn es dann tatsächlich gelingt. Also ich habe auch den Eindruck, dass es trotzdem in dieser NGO und auch in der überregionalen Bewegungslandschaft oft dann doch eben eher immer so diese Tendenz gibt hin zur kurzen Mobilisierung, zum Skandal, zur großen öffentlichkeitswirksamen Kampagne und so weiter, eben weil diese Arbeit vor Ort eben so kleinteilig ist, schwer messbar, was das irgendwie dann auch für Erfolge sind, im Verhältnis auch teuer, so wenn man guckt, wie viel Ressourcen braucht es, um jemanden halt vor Ort irgendwie dauerhaft zu beschäftigen und so. Deswegen habe ich das Gefühl, fällt das schon auch strukturell immer wieder raus aus dieser klassischen Kampagnenlogik, wie irgendwie viel Politik jetzt auch getrieben ist in Bewegung. Ja. Genau, also ich würde sagen, schön, dass Leute das irgendwie feststellen, dass da Leute sind, die diese wichtige Arbeit machen, aber inwieweit dieses Umdenken wirklich im großen Stil dann auch stattfindet, das würde ich sagen, kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so sagen. Ja. Wer weiß, was nach den Wahlen passiert. Ja, das stimmt. Und das finde ich aber wirklich einen interessanten Punkt, weil ich finde, dass ja eigentlich, da haben wir auch in der Folge mit Felix Kolb lange drüber gesprochen, dass ganz viele von diesen kurzen Kampagnenaktionen, dass man bei denen merkt, dass man im Kampf gegen die AfD und gegen den Rechtsruck damit echt nur so weit kommt. Und dass es eigentlich wirklich viel mehr diese langfristige strukturelle Arbeit vor Ort braucht, wenn man halt sowas wie so einem kulturellen Wandel, den die AfD ja einfordert und auch umsetzt und mitbringt, wenn man dem was entgegensetzen will. Und da finde ich das irgendwie, fand ich die konkreten Orte, auch von denen sie erzählt haben, richtig interessant. Also auch was das alles sein kann, dass es halt wirklich von einem dezidiert linken Zentrum, was so linke Stadtgeschichte weiter erzählt und lebendig hält, geht bis hin zu einfach Veranstaltungsorten, wo Leute sich so ohne Konsumzwang zusammenfinden können, aber bestimmte Inhalte halt einfach nicht stattfinden dürfen. Das fand ich irgendwie richtig interessant, weil das, glaube ich, was ist, was in vielen westdeutschen Orten eigentlich total selbstverständlich ist, dass es diese ganzen Orte gibt. Also dass es so diese Orte gibt, die auch irgendwie so leicht durch einen Verein finanziert werden oder durch irgendwie die Unternehmensfamilie, die aber auch noch so ein bisschen karitative Arbeit in ihrer Heimatstadt finanziert oder so. Und das sind einfach tatsächlich so Finanzierungssachen, die es in Ostdeutschland viel, viel, viel weniger gibt. Nicht gar nicht, aber wirklich viel weniger.
Einfach weil es da viel weniger dieser Mäzenenfamilien in Anführungsstrichen gibt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich finde, das ist irgendwie einfach gesellschaftlich wirklich ein Unterschied, auf den die da sozusagen einfach strukturell auch reagiert haben. Mhm. Ja, voll. Und ich meine, in Westdeutschland gibt es natürlich auch, gerade so auf dem Land, dass diese Strukturen auch immer weiter wegbrechen, auch diese ganzen ehrenamtlichen Strukturen und so weiter. Also da gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, aber in Nord- und Ostdeutschland ist es wahrscheinlich nochmal in der Fläche irgendwie weiter vorangeschritten. Und da sieht man eben, dass das jetzt ein Problem ist. Und ich finde, es gibt ja irgendwie jetzt immer wieder so diese Diskussionen von nicht allzu langer Zeit, wurde ja auch diese Jugendstudie veröffentlicht, wo irgendwie gezeigt wurde, dass die AfD bei den 14- bis 29-Jährigen war es, glaube ich, stärkste Kraft ist. Und dann eben diese anschließenden Diskussionen, alle müssen jetzt auf TikTok reclaim TikTok und das ist jetzt irgendwie so unser Weg, wie wir den Aufstieg der AfD irgendwie stoppen können. Und ich finde, bei dem, was die jetzt eben auch erzählt haben, über diese lokale Arbeit vor Ort, merkt man, dass das eben vielleicht ein Baustein ist, aber sicher nicht der Weg zum Erfolg, weil eben erstens TikTok, also rechte Influencer auf TikTok eben auch vor allem in einer bestimmten gesellschaftlichen Stimmung so erfolgreich werden und so viel Reichweite bekommen. Mhm. Das ist so ein bisschen das eine. Und dann muss man eben in Deutschland auch sagen, dass die Mehrheiten eben eher von den Alten gemacht werden. Und die Nutzerzahl, also TikTok ist weit verbreitet, aber ob jetzt darüber dann entscheidend die Wahlen gewonnen werden, das ist eben nochmal, würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen zumindest. Also da sollte man sich jetzt nicht auf diesen digitalen Monofokus irgendwie so einschwenken. Voll, ich glaube immer, das ist was erschreckt. Also auch als diese Studie rausgekommen ist, das erschreckt erstmal viele, weil das so diese kultureller Fortschritt und Entwicklungsnarrativ, weil das so in Frage stellt, dass es mit der Zeit einfach immer besser wird und immer fortschrittlicher. Aber es ist tatsächlich, wenn man so auf die ganz konkrete Wahlarithmetik guckt, sind eigentlich die Alten einfach leider aktuell die Wichtigeren oder zumindest mehr, nicht wichtiger, aber mehr. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, die im Fokus zu behalten. Genau, ich möchte eine Sache, glaube ich, würde ich noch einmal aufgreifen, die ich richtig cool finde und die ist im Gespräch ja schon rausgekommen, aber wir haben es schon oft gesagt, das sind Bewegungsleute, die eine Struktur machen, die für andere Bewegungsleute funktioniert. Und ich glaube, ich will einfach nur noch einmal auch mal betonen, was das ist, was die Faktoren sind, die dafür so entscheidend sind. Nämlich, dass man da einfach sozusagen mit sehr kurzen Anträgen sozusagen Geld abrufen kann, in jetzt nicht riesigen Summen, aber in ausreichenden Summen für so ganz viel kleine Infrastrukturarbeit, also sowas wie Fahrtkosten und vielleicht auch mal eine kleine Personalsache. Und dass das was ist, was halt in so großen Förderlogiken total stark durchs Raster fällt. Also meistens braucht man halt irgendwie schon Geld und man braucht schon eine richtige Organisation, um noch mehr Geld beantragen zu können in diesen Förderlogiken. Und gerade diese Hürde zu nehmen, das ist halt oft total schwierig für Organisationen, erst recht für ehrenamtliche Organisationen. Und das finde ich wirklich cool. Und genau, wir haben ja viel über diesen Artikel von Danny Schmidt gesprochen, der das auch genau kritisiert hat, dass Fördergelder zu beantragen bei gemeinnützigen Organisationen so hochschwellig ist für diese ganzen kleinen ehrenamtlichen Läden. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ich finde, man merkt richtig, dass die sich einfach Gedanken über die Struktur gemacht haben, die wirklich für ihre Zielgruppe funktioniert. Also sie haben sich überlegt, wo soll das Geld hingehen? Nicht an große Organisationen, sondern an die, die konkrete antifaschistische Arbeit vor Ort machen und haben dann festgestellt, wir können nicht gemeinnützig sein damit. Und daraufhin auch ihre Struktur ausgerichtet. Und das finde ich irgendwie richtig, ich glaube, wenn man so erzählt, dann kommt es halt so ein bisschen banal vor. Aber ganz viele Organisationen kommen halt aus einer ganz anderen Richtung. Die gucken nur von, wo gibt es Geld und sozusagen, wie müssen wir das dann ausgestalten, damit wir selber auch noch an Bundesgelder zum Beispiel kommen oder EU-Gelder. Und das finde ich schon echt besonders, dass die das praktisch andersrum einfach sehr konsequent von ihrer Zielgruppe ausgedacht haben. Lobeshymne beendet. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ein anderer Aspekt ist auch nochmal interessant und ein Stück weit auch verbunden mit dieser Strukturfrage, dass sie eben sich fragen, wie können wir Solidarität, wird ja immer viel drüber gesprochen in linken Kreisen, praktisch organisieren. Ne? Also es gibt eben das Problem, dass die GenossInnen vor Ort im Osten zu wenig Kohle haben und sie gucken halt, wie kann man das irgendwie matchen mit Leuten, die an anderen Orten sind, vielleicht weggegangen sind, aber trotzdem auch irgendwie das nicht aufgeben wollen. Ja.
Und das finde ich irgendwie auch eine interessante Strukturüberlegung dahinter, die ganz gut zu funktionieren scheint. Ja, voll, voll. Also auch hier dann nochmal der Appell, wenn man Geld loswerden möchte, dann ist es da, denke ich, gut aufgehoben. Ich glaube, wir können noch zu einem letzten Punkt kommen, den ich auf jeden Fall echt interessant und sehr frappierend fand, auch nochmal in Bezug auf die Brandmauer-Demos. Und zwar haben wir mit den beiden über diese Brandmauer-Demos gesprochen und aber auch um so, über so eine Art ostdeutsche Soziopolitik, also so eine Art von spezifischen so Gesellschaft, also Haltungen oder Erlebnissen, die Leute in einem gesellschaftlichen Raum teilen und auf denen dann auch politische Narrative natürlich besonders aufbauen können. Und was ich daran irgendwie richtig interessant finde, ist, dass ich jetzt in dem Zusammenhang auch noch ein Interview mit einem Wissenschaftler gehört habe, der auch zu Rechtspopulismus in Ostdeutschland forscht. Und der erzählt hat, dass diese Brandmauer-Demos tatsächlich der AfD gerade ganz schön Angst machen, weil das so ein Moment ist, in dem öffentliche Meinung, also waren jetzt sehr stark auf so einem Vormarsch und sehr stark in der Offensive und haben nicht damit gerechnet, dass es plötzlich diesen Umschwung in der öffentlichen Meinung irgendwie so stark gibt. Und dass die darauf antworten mit so einem Narrativ, dass diese Brandmauer-Demos mit dem Festakt zum 40. Jahrestag der DDR gleichsetzt. Also das muss man noch ein bisschen erklären. Das war der letzte große Festakt eigentlich 89 vor dem Mauerfall. Das heißt, das war nochmal so ein Festakt, wo die DDR-Führung vor allem, die zu dem Zeitpunkt ja schon super geschwächt war, nochmal so alles aufgefahren hat, Riesenparaden hat machen lassen und im Grunde nochmal so darstellen wollte, dass sie noch die Oberhand hat. Und kurz danach kam dann halt die Wende. Und das ist im Moment anscheinend so eine Rhetorik, auf die sich in vielen AfD-Chatgruppen Leute beziehen und die jetzt gerade so eine Parallele ziehen von der Endzeit der DDR zur aktuellen Situation in der BRD und damit so ein bisschen versuchen, so einen Staatsumschwung herbeizureden. Das heißt, sie sagen letztendlich, okay, die Brandmauer-Demos, da versucht jetzt das Establishment nochmal so zu tun, als hätte es noch alles unter Kontrolle. In Wirklichkeit steht der Umschwung eigentlich schon vor der Tür. In den Straßen flüstert man sich schon zu, dass die AfD auf dem Vormarsch ist und das ist jetzt ein netter Versuch, aber eigentlich alle, die klar denken können, wissen schon, das ist vorbei damit. Genau, und das ist auch ein Narrativ, was der Europaspitzenkandidat, so können wir vielleicht jetzt ganz zum Schluss nochmal den Bogen auch zur Europawahl spannen, der EU-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, auch sehr stark bedient. Also der macht auch sehr stark so ein Narrativ auf von die Leute aus der, die schon in, die Leute in Ostdeutschland können das, die können zwischen den Zeilen lesen, weil sie leben in einem Regime, wo man, haben schon mal in einem Regime gelebt, so wie seiner Meinung nach jetzt auch, in dem man nicht alles offen sagen darf. Und die sind im Grunde genauso abgegessen von der aktuellen Bundesrepublik, wie sie es zur Endzeit der DDR von der DDR waren und haben auch so eine ähnliche Staatsverachtung. Also den DDR-Staat hat ja am Ende auch niemand mehr so richtig ernst genommen und auch in seinen Sanktionsmöglichkeiten niemand mehr so richtig ernst genommen. Und im Grunde so eine ähnliche Rhetorik wenden die auch auf die aktuelle Bundesrepublik an. Und das finde ich richtig interessant, weil ich finde, dass das, glaube ich, wirklich nur vor dem Hintergrund der DDR- und Wendegeschichte zu verstehen ist, auf was für eine Klaviatur die AfD da gerade in Ostdeutschland spielt und wie die es schaffen, da tatsächlich auf so eine sehr latente Art und Weise, die, glaube ich, in Teilen der Westdeutschen Bundesrepublik noch nicht mal so richtig zu verstehen ist, schaffen, so eine Umschwungsstimmung herbeizureden. Da ist es, glaube ich, echt total wichtig, da auch lokal gegenzuhalten, weil natürlich sind die lokalen Leute die, die das irgendwie schon verstehen und die auch da nach wie vor sich dagegen stellen können und auch echte Alternativen zu, auch dazu, wie es aktuell vielleicht schlecht ist, zeigen können, aber wie sich sozusagen auch die Bundesrepublik verändern und transformieren kann, aber auf eine gute Art und Weise, nicht auf eine rechte nationalistische. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, die Beobachtung, und irgendwie habe ich da den Eindruck, also einerseits ist das eine sehr geschickte Krisenkommunikation von Seiten der AfD, um umzugehen mit dieser gesellschaftlichen Gegenmobilisierung gegen sie. Ne? Also auf einmal sind viele Leute auf der Straße und es zeigen sich irgendwie Mehrheiten, die nicht rechtsnational eingestellt sind. Und
Was setzen Sie dem entgegen? Irgendwie so ein verschwurbeltes, eigentlich zeigt sich hier nur das Establishment und lasst euch hier nicht verarschen. Wir sind immer noch, wir sind eigentlich die Mehrheit. Ja. Das steckt da ja so ein bisschen drin. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, wie gezielt Sie es verstehen, damit so einen sehr tief, kulturell sehr tief verankerten Wertehorizont zu mobilisieren und anzusprechen. Also so eine historische Erfahrung, gerade der älteren Generation, die die DDR noch erlebt haben, und die das Gefühl haben, okay, das ist jetzt, erinnert euch daran, ihr müsst das jetzt wieder praktisch einmal aktualisieren, und wir sind jetzt eben auch die, die für Bürgerrechte sind, die für Freiheit sind, die für, das hängt da ja alles noch mit drin. Ja, ne? Ja, total. Und das finde ich wirklich eine sehr interessante Beobachtung. Ja, und richtig creepy. Also auch, wie die das schaffen, das so umzudeuten, weil das ja wirklich, also die Bürgerrechtsbewegung in der DDR ging halt einfach aus von hauptsächlich anderen Linken und natürlich auch Konservativen, aber Leuten, die ja auch vielfach den Staat erstmal reformieren wollten und die auf jeden Fall nicht rechtsnational eingestellt waren und die dann aber in gewisser Weise auch von den Wendeereignissen so krass überholt worden sind und sich jetzt diese ganzen Wendeerfahrungen, die ja wirklich sozusagen urdemokratische Proteste waren, so krass zu eigen zu machen, finde ich, also ich finde es unsäglich. Ich will mich jetzt gar nicht so krass darüber aufregen, aber irgendwie finde ich es auch richtig schlimm anzusehen, wie das so funktioniert zum Teil. Ja. Ja, vielleicht noch eine These, ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber so zum Ende. Ich finde, an dieser Verschiebung, an dieser Aneignung, wie du es jetzt genannt hast, Inken, dieser Wendegeschichte, sieht man eben auch viel vom Selbstverständnis dieses rechten Aufstiegs. Und das kennzeichnet eben so diese Gewissheit, dass man jetzt auf der Seite der Revolutionären auf eine Art steht und dass man, dass nicht die Linken das sind, die irgendwie nach vorne streben und alles verändern wollen, die alte Ordnung umwerfen wollen und so weiter, sondern dass dieser Impetus jetzt eben rechts verortet ist. Und das finde ich extrem beunruhigend. Mhm. Also weil das ja auch ein bisschen nochmal anknüpfend an diese Beobachtung dieser Jugendstudie, wo die Leute festgestellt haben, dass die Jugend eben in großen Teilen jetzt Sympathien für die AfD hat, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Mhm. Ne? Also das ist eben, die Jugend ist ja traditionell immer unterwegs mit so einem gewissen, wir wollen es anders machen, wir grenzen uns ab, wir wollen nach vorne, wir werfen die alte Ordnung um. Und lange hieß das eben, man ist ganz klar links und man ist oder progressiv und ist auch für die Leute, die jetzt sich vielleicht nicht als Kommunisten bezeichnen, bei denen waren es dann eben andere Themen von mehr Diversität, mehr Sensibilität, mehr Gerechtigkeit. Aber das scheint jetzt irgendwie sich so ein bisschen zu verkehren, auch durch diese rechte Rhetorik. Und auf einmal finden sich Linke zum Teil tatsächlich wieder in so einer, also das merke ich an mir selbst immer mal wieder, dass man eben, dass es Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, okay, wir müssen jetzt bewahren, was es an Errungenschaften gibt, und das verteidigen gegen die Rechten. Und das ist eben natürlich nicht das, was am Ende so diesen großen, da geht einem eben dieser Veränderungsimpuls verloren bei. Ja, voll. Und ich glaube, das kommt dadurch auch, dass sich halt die AfD, also mein Eindruck ist, dass sie sich nicht nur auf die Seite oder nicht nur als so die Revolutionären stilisieren, sondern dass sie sich eigentlich praktisch schon vorwegnehmen als die Sieger auch dieser Transformation. Also wenn man sagt, wir sind parallel zur Wendebewegung, die ja am Ende in Anführungsstrichen gesiegt hat über die DDR-Regierung, dann sagt man auch, gibt uns noch ein paar Jahre und dann gibt's hier auch den Umsturz und dann werden wir regieren und an der Macht sein und das hier so gestalten, wie wir wollen. Und so, und das verfängt, glaube ich, bei den Leuten krass und verruft, glaube ich, dieses Gefühl auch hervor, was du gerade gesagt hast. Gut. Dann. Unsere Nachbesprechung ist doch mal wieder etwas länger geworden als ausgeufert. Etwas ausgeufert und etwas länger geworden als geplant. Wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt und ihr bleibt uns gewogen. Wenn es wieder heißt. Was tun. Tschüss. Ciao. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt
Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.